Die Kamera läuft. Wann werden? Okay, bist du ready? Ich bin ready. Läuft? Läuft. Okay. Ey, Geigeviertel! Yeah! Vor 4 Monaten haben sich ein paar Holzköpfe hier hingestellt und wollten einfach ein bisschen freestylen. Und jetzt sind wir auf einmal hier. Wir haben ein unfassbares Match zwischen 2 Berlinern hier. Auf der einen Seite ein Diltily unfassbares Debüt, das nächste Woche rauskommt. Ein FOB-Battle gegen mich unverdient gewonnen. Macht mal Lärm für Lius! Hey! Auf der anderen Seite auch 2 FOB-Battles gemacht, auch aus Berlin. Und der motherfucking Humor-Baron macht mal Lärm für CSN Galactico! Hey! CSN Galactico wird anfangen, Runde 1, gib ihm. Moin Moin! Was geht ab, ihr Lachspiraten? Der hat eine Gang namens Schwarze Magie. Ich komme auf Adrenalin durch Amphetamin und zerbombe dein gesamtes Team, als wäre ich die Artillerie. Ich betreibe mit deiner weiblichen Erzeugerin eine Sadomasochisterie. Sie fragt mich, willst du die vielleicht Gummi drüber ziehen? Und ich nur, nein, ich habe eine Latexallergie. Ey, und Schwarze Magie steht neben Lius noch aus so einem Typen, der nennt sich Winterheide. Naja, ihr denkt euch alle gerade bestimmt das Gleiche. Winterheide? Ey, das klingt voll scheiße. Alleine für diesen Namen bekommt dieses gottverdammte Opfer Prügel. Wie heißt der dritte in eurer Gang? Sommerhügel? Ey, stopf euer Maul per Schlaufe, Schal und Kabelbinder. Denn deine Gang besteht aus mehr Pussys als ein Frauenarzt-Wartezimmer. Ihr seid mal ehrlich, Alter. In eurer Laufbahn als angehende Musiker, da geht es gerade nicht weiter. Ey, das ist wie linksabbiege Ampeln, da geht es gerade nicht weiter. Ja, jetzt geht vor laufender Kamera dieser kleine Stricher drauf, aber Schwarze Magie passt. Denn ich knipst dir Lauch heute vor versammelter Mannschaft dein allerletztes Lichtlein aus. Oh, sorry. Licht. Okay, Alter, jetzt ist Real Talk Time, Motherfucker! Yeah. 3 Battle Rapper, die wir beide persönlich kennen. 2 männlich, 1 weiblich. Meinten zu mir, unabhängig voneinander, der Lius. Der sieht ein bisschen arrogant aus, aber ist ein richtig stabiler, wirklich sehr respektvoller Junge. Aber immer am Rauchen. Nur am Rauchen. Und ehrlich gesagt, wenn man länger mit ihm redet, merkt man auch, der hat davon ein kleines bisschen Mundgeruch. Ich weiß aus sicherer Quelle, sein Atem riecht zu 90% nach Tabak und zu 10% nach Hundezucht. Wow. Deswegen halt mal lieber deine räudige Schnauze, du Kellerkind, und nimm mal bitte für deinen Maulgeruch Pfefferminz. Ey, du taugst dich mal als Trauzeuge, der Motherfucker aus Maulfäule. Und dass du es selber nicht checkst, ist mir klar, Alter. Weil deine Nase, die ist mittlerweile abgestumpft. Ey, bei dir hat Morgenstundgestank gemundet. Ey, ich bette dich im Hellen und danach im Dunkeln. Ey, wegen Leute. Ich bette dich im Hellen und danach im Dunkeln. Ey, wegen Leuten wie Lius wurde Zahnpasta erfunden. Ey, das ist CSN Galactico. Dein ab sofortiger Lieblingsrapper. Ey, was passiert, wenn ich ihn in den Mund reinscheiße? Ey, dann riechst du besser. Ey, und Lius setzt sich mit voller Stolz von der Klima ein. War sogar bei irgendeiner Leipziger Show beim globalen Klimastreik. Aber wenn das wirklich so ist, dann erzähl uns allen direkt hier und gleich, warum du deine Kippenstummel immer noch auf den Boden statt in den Müll reinschmeißt. Ich hab's genau gesehen, Alter. Einzigartige Runde von CSN Galactico. Lius, Runde 1, bist du bereit? Yes. Was waren das für scheiß lächerliche Texte? Ja, ich hab Mundgeruch, weil ich dich heute fresse. Und ja, ich bin schwarzer Magier, keine Frage. Denn wenn ich an den Decks stehe, setze ich alles auf eine Karte. Wir beginnen mit ein paar Zitaten. Galactico ist da. Galactico ist da. Dein Vater trägt BH und schreit Kamehameha. Alter, Deine Mutter, dumme Sau.
deine Schwester, blöde Kuh. Ja. Was ist das für ein peinlicher Grundschulhumor? Und du findest sowas lustig, ja? Ich hätte dir noch mehr Zeit zitiert, aber nach den ersten 4 Lines habe ich meinen Laptop kaputt gehackt. Dir ist diese Kunstform egal, du scheißt liebend gerne auf Hip-Hop. Aber schön ist okay, machen wir weiter mit deinem Account auf TikTok. Leute, das ist ihre Recherche war anders, Digga. Er geht dann in die Öffentlichkeit und setzt sich neben Omas auf Parkbänke. Haha, richtig funny, jetzt schon richtige Lachkrämpfe. Dann performt er da als Prank so Double-Time-Kacktexte. Ich lade meinen Ballermann, die Oma nur so lack, Christian, halt deine Hackfresse! Yeah. Boah, Digga, wie kann man sowas feiern? Lass mich raten, deine Fans sind 5. Nach den 20 Sekunden rumgestammelt hat die arme alte Frau sich Demenz gewünscht. Boah, Digga, ich weiß nicht, ob du das nicht peilst, wenn hier niemand drüber spricht. Keiner hier lacht mit dir, alle lachen über dich. Du kannst einem fast leid tun, es wird langsam Zeit aufzuwachen. Denn du bist scheinbar niemals aus deiner Klassen Phase rausgewachsen. Wie sehr kann man sich immer wieder aufs Neue selber blamieren? Du startest den Feldversuch und jetzt sagt mir Hamburg, wie soll ich einen Gegner ernst nehmen, der es selber nicht tut? Eigentlich wollte ich nach dem Moody-Ball auch nur mal vorbeischauen und gucken, ob du wohl auf bist und fragen, wie viele Anläufe du wohl noch brauchst, bis du nicht mehr gegen den Stromzaun pisst. Aber nein, mach ruhig weiter, dieses Mal wird es bestimmt besser laufen. Wie kann man Christian heißen, aber so sehr wie Kevin aussehen? Boah, Digga, mit deiner Puffer-Jacket im ersten Battle sahst du aus wie so ein pädophiler Skilehrer. Redest von Hype, aber das Einzige, was dir zu Kopf steigt, ist dein Got-to-Be-Kleber. Ja, Mann, wer ist mein Gegner? Zählt es ein Galactico? Oh nee, wie wack. Digga, das klingt nicht wie ein scheiß Rapper-Name, das klingt wie ein Gamertag. Und apropos Rappen, lass das mal über sein. Deine Flows sind sowieso viel zu weak. Ich hoffe, deine Katzen sterben und du verlierst jedes einzelne Game in der Weekend League. Die ersten beiden Runden liegen hinter uns. Zweite Runde, CSN Galactico. Deine räudige Milchbubi-Fresse, die finde ich ein bisschen schwierig. Ist mir viel zu schmierig. Deutsche Markenbutter macht Auge auf dein Gesicht und wird gierig. Ich zertrete dein Gesicht per Wanderschuh, bis dein Kopf aussieht wie der von einem Kakadu. Selbst deine behaarte Nuttenmutter hat noch mehr Bart als du. Ey, besser zieh dich warm an. Und ich rede nicht von Winterstiefeln. Denn Henkers Mahlzeit wären Kinderriegel. Denn du siehst 1:1 aus, jeder zweite im Sandkasten. Über dich lachen selbst Nackatzen. Ey, ich bekomme bei deinem Anblick die Krätze. Real Talk, von weitem dachte ich, du wärst eine kurzhaarige Lesbe. Ey, du hast Existenzängste, du bist so vollblutfeminin, da bekommt die prostituierte Konkurrenz denken. Ja, dein Gesicht ist heute mein Ziel. Bist du mal auf der Reeperbahn, dann fragt dich jedermann, Entschuldigung, wie viel? Lius lässt sich sein Arschloch hacken. Für nur 8 Cent Guthaben. Das Angebot ist wie eine räudige Mongo-Fresse, da würde man ganz gerne mal zuschlagen. Ja. Ja, Mann. Ey, und in deiner Freizeit flankst du gerne mit Typen, als wäre es ein Fußballergruppentreffen. Bist du eigentlich wo? Ne? Auf Bukake-Club-Toiletten? Oder Flughafen-Umschlagsplätzen? Oder U-Bahn-Stationen-Schächten? Ey, du bist der Grund dafür, dass selbst Frauen mittlerweile gerne Kurzhaarfrisuren hätten. Ey, du hast höchstens mal ein Haar im Gesicht beim Buchstabensuppen essen. Okay, Alter, Runde 2. Und tief im Inneren, tief, checkst du jetzt schon. Du bist der Verlierer. Du hast bei deinem letzten Battle Backstage was vergessen. Hier, dein Rasierer. Das ist eine interessante Runde. Wir fahren fort, Halbzeit, zweite Runde, Lius. Digga, was waren das für hingezweckte Reime? Und warum betonst du deine Lines immer so, als hättest du Angst vor dem Ende der Zeile? Leute, es gibt ein Interview von dem auf YouTube. Da wird er auf der Straße befragt. Zum Thema Gruppensex, Orgien und seinen Fantasien. Also im Grunde genommen ein ganz normaler Tag in Berlin. Gut, dass du es gerade gesagt hast, Digga. Da erzählt er nämlich unter anderem, wie er mit Prostituierten die Preise verhandelt.
Was stimmt mit dir nicht? Nur mal so ein kleiner Gedanke. Wie lief das ab? Sie so, 500 Euro und ich verspreche dich die ganze Nacht lang zu bumsen. Und du so, nee, passt schon, hier ist ein Fünfer, ich komme eh nach 20 Sekunden. Als nächstes vergleichst du Frauen mit Tiefkühlpizzen. Christian, du hast wirklich mies gelitten. Alter, das ist viel zu krank. Lass diesen Jungen niemals an euren Tiefkühlschrank. Stehst da immer schön lächelnd, die Kamera im Blick. Dr. Oetgard angerufen, die meint, behalte deine Schwanzbilder für dich. Dann fragt die Moderatorin ihn, wo denn vor Ort die ganzen geilen Weiber bleiben. Er schaut sich so, die ganzen heißen Weiber bleiben. Er schaut sich so eine Minute um und ist so, boah, also von allen hier bist du auf jeden Fall die geilste Kleine. Ab da habe ich beschlossen, du stehst ab jetzt auf meiner Todesliste. Geh und flieg weiter deine Sofa-Ritze, verpiss dich, nimm deine hohen Sprüche oder ich komm zu dir nach Hause und scheiß auf deine Ofenfrische. Achso, ich frage mich bis zum jetzigen Zeitpunkt, warum erhielt dieses Bälle jemals eine Bewilligung? Dein Maximalanspruch an deine Kunst liegt meilen unter meinem Minimum. Das als Schattenboxen zu bezeichnen, wäre noch unterheblich. Verstehst du nicht? Naja, mein Gegner demoliert sich selber und ich brauche lediglich zu fragen, warum schlägst du dich? Guck mal, Digga. Comedy verschissen, Musik unterirdisch und Battle Rap hart verloren. Ich würde ja sagen, geh zu RTL 2. Aber da warst du schon. Austauschbar wie Wechselgeld, lächerlich so wie die Wrestling-Welt. Ich hoffe, dein nächstes Hobby ist irgendwas, wo du endlich mal die Fresse hältst. Oh. Zeit. Yeah. Dritte und letzte Runde, CSN Galactico. Eines Tages hat Lius für sich beschlossen, Musik zu machen und hofft dadurch auf viele Fans. Zeigte seiner Mutter mit voller Stolz seine miesen Tracks. Mama, schau mal, in diesen Liedern steckt so viel Liebe und Geld. Und seine Mutter nur, Lius, wichtig ist, dass es dir gefällt. Denn Lius hat Lieder, die alle richtig behindert klingen. Immer wenn du einen neuen Song releasest, erinnerst du mich, ach, ich muss noch den Müll rausbringen. Auf seinem letzten Profilfoto bei Spotify, da trägst du eine Sonnenbrille bei Sonnenschein. Mach mal bitte nicht auf cooler Sunny Boy, denn du bist so schlecht im Bett, du kriegst deine Bitch nicht mal unter Wasser feucht. Nee. Auf dem Foto hältst du auch in jeder Hand eine Kugel Eis. Sogar zwei verschiedene. Denn Leos will nicht nur Vanille, wenn es auch Schokolade gibt. Ich will nicht nur deine Mutter, wenn ich auch deine Tante kriege. Ich ficke deine Mutter auf dem Fließband und ich ficke deine Tante auf dem Schießstand. Deine kleine Schwester ficke ich auch, aber dich fickt leider niemand. Du kannst dein Battle gegen Jundulat, egal. Okay, aber eine Person gibt's da schon noch. Das ist CSN Galactico. Der Typ, der lyrisch dieses Opfer verhaut. Und wir beide wissen doch ganz genau, dass du kleiner, erbärmlicher Hurensohn heimlich Streams bei Spotify kaufst. Oh. Verstell dir das jetzt nicht, weil ich neidisch bin auf deine Klicks. Ich frag mich nur, ob du uns alle verscheißert willst, Alter. Deine Spotify-Streams betragen bei einigen Tracks 20.000, 40.000. Ich bin ehrlich, Alter, am Anfang, da machte ich riesen Augen. Aber irgendwie, da konnte ich dir nicht glauben. Dann weißt du, was darin richtiger Bullshit ist? Genau die gleichen Tracks haben auf YouTube nicht mal 100 Klicks. Dein Insta hat gerade mal 500 Follower, du hast gar nichts, dich kennt niemand. Wie kommt ausgerechnet jemand wie du regelmäßig an so viele Streams ran? Woher kommen deine Hörer? Aus welcher Galaxie? Und er nur so, naja, du vergisst dann noch die 117 Follower von Schwarze Magie. Nein. Yeah. 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 Runde. Letzte Runde. Tut mir leid, Digga, catch me if you can, aber deine Mutter ist wirklich ein riesengroßer Fan. Also. Da dir anscheinend sowohl Verstand als auch Resignation fehlen, muss ich dich also trotz des Moody-Ballets noch einmal zu Boden treten. Wenn dein Konzept der Wackness wenigstens erfolgreich wäre, aber nein, ich krieg einen Weinkrampf. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, hattest du auf Spotify einen monatlichen Hörer. Wer das wohl sein kann? Hey!
Eins musst du mir verraten, Digga, ich begreif's nicht. Wie würde das aussehen mit deinen Kindergartentexten? Nur mal so angenommen bei einem Live-Gig. Du kommst liftend auf die Stage, man hört das Publikum nach Luft ringen. Backe, backe, Kuchen, dein Backup geht sich umbringen. Wow. Also Lali, Ludu, Hurensohne zu. Für die Recherche brauchte ich mehr als nur ein Handyglas. Denn du putzt Freestyle in deinen Videos und liest dann Texte von dem Handy ab. Ich durchsieb dich aus rein wissenschaftlichen Gründen mit Kugeln für meine Ballistikprofessur. Du bist kein Gegner für mich, du bist nur Statistikpolitur. Galactico, der Rap, ne, alle Animateure, besoffen am Ballermann klatscht. Liebe werdende Mütter, hier sehen wir, was Crack in der Schwangerschaft schafft. Im Interview dann mega überheblich, mach das heute und dann brennt der Backstage. Er sie bucht all inclusive mit der Fremdscham-Flatrate. Du willst lächerlich sein. Deshalb wirst du auch von allen Augen nur belächelt. Ist ja ein vernachlässiges Kleinkind, das um Aufmerksamkeit bettelt. Du willst die Einstellung vermittelt von I don't give a fuck. Aber Christian sieht aus wie Kevin und lispelt krass. Ich kann dir trotzdem eklig kommen, denn ich beweise Fingerfertigkeit beim Text. Die Leute, die am lautesten schreien, oh guck mal, wie egal mir alles ist, hatten schon immer den größten Minderwertigkeitskomplex. Also los, hechel du Hund und hol dir dein Mitleidsgelächter. Ich behalte lieber meine Selbstachtung. Du möchtest gern Michael Wendler. Für dich reichen auch ein paar lapidare Generics für eine kolossale Abreibung. Deine Eltern kämpfen bis heute auf ihr Recht für eine postnatale Abtreibung. Oh. Die haben ihre Namen geändert und alle alten Fotoalben verbrannt. Du bist denen so peinlich, dein Vater zieht sich seit deiner Geburt beim Sex 3 Kondome über den Schwanz. Und während du wieder suchst nach den miesesten Zweckreim, leugnen deine Großeltern dich härter als ihre NS-Zeit. Und jetzt fehlt mir noch eine Endline. Backe, backe, Kuchen, du bist so ein hässlicher, ekelhafter, widerlicher Bastard. Nicht mal deine Katzen wollen mit dir schmusen. Zeit. Yeah. Yeah. Das ist das Wichtigste. Bitte bedenkt, wir können über alles reden, aber wir geben Respekt, um Respekt zu schaffen. Das ist immer Bad Rap. Yes. Ich rufe jetzt die Judges einmal ran, um dieses Battle zu judgen. Wer ist der Erste in meiner Nähe? Einmal Hiding John, Dazzo und Cassius, richtig? Ja, wunderbar. Ich bin verwirrt. Ich habe mir das Ganze mit sehr viel Verwirrung angeguckt und muss sagen, in der ersten Runde dachte ich, du willst mich verarschen. Ich sag's dir ehrlich. Du hast irgendwann gesagt, dass man, ich will gar nicht fies sein, aber irgendwie kommt's aus mir raus. Ich weiß nicht genau, was da passiert bei dir. Es gab für dieses eine Parodie von Kollega, wo die so richtig langsam gerappt haben und die Zeilen am Ende so krass betont haben. Das hat mich sehr krass daran erinnert. Ich glaube aber nicht, dass es eine Parodie sein soll. Ich bin verwirrt. Ich gebe es an dich. Es war sehr stabil. Ich hoffe, dass das in der dritten Runde war es dann wieder ein bisschen cooler. Sehr viele beschissene Worte. Ich weiß nicht, ob man Mongo krams, andauernd Behindertenlines, ein bisschen fragwürdig in meinen Augen. Aber für dich, ich glaube, ich muss das nach Funken geben. 3-0, sorry, Bro. Vielleicht das nächste Mal mit ein bisschen mehr Konstanz, Typ. Mehr Konstanz. Ich bin ja der Konstant, hallo. Also, ich muss sagen, ich fand deinen Voice-Crack fand ich teilweise ganz lustig, muss ich sagen, aber irgendwann war es zu viel, das ist halt das Ding. Du kommst halt immer mit zwei Zeilen und dann kommt dein Voice-Crack, zwei Zeilen kommt dein Voice-Crack. Irgendwann musst du das ein bisschen ändern, so, dann kommt das bei dir, glaube ich, auch insgesamt von der Delivery halt besser. Bei dir, du hast mich richtig überrascht, erste Runde richtig krass abgerissen, zweite Runde fand ich auch geil, ich glaube in der dritten Runde war das, wo er dir die Spotify-Follower vorgeworfen hat, dann kamst du gleich mit, du hast nur einen Follower auf Spotify, habe ich mich auch gehört, war richtig lustig. Ich habe es auch dreimal an dich gegeben, sorry für dich, aber ein bisschen noch arbeiten, dann klappt das. Jo, also ich habe keine Ahnung, was ich gerade gehört habe. Ich hatte bei deinen Runden sehr viel Spaß, sehr viel Verwirrung. Es war komplett bodenlos. Ich muss sagen, zum Beispiel die Leine mit dem beim Buchstaben so im Essen, Junge, ich hatte gebissen, ich fand's saulustig. Aber insgesamt ja sehr wild. Lius dagegen super stark. Und ich liebe es, wie es so richtig trieft vor Abneigung einfach immer in deinen Parts. Feier ich sehr, sehr deutlich 3-0 an Lius. Yeah. Hoffentlich kommt er wieder. Aller Anfang ist schwer. CSN Galactico. Yeah. Aber Sieger dieses Battles ist Lius. Yeah. Vielen Dank.
sagt Future of Glenrap, Gregis Alpha, wir sind raus. Jetzt kurz 20 Minuten Pause und dann machen wir weiter die letzten beiden Battles.